Ja, ich habe keine guten Nachrichten. Und zwar wäre ich eigentlich jetzt kurz davor gewesen, die Maschine fertigzustellen. Aber bitte nicht lachen. Ich schaffe nicht, den Gummiring, die Dichtung korrekt einzusetzen. Und zwar anders wie bei diesem Modell, wo es so aussieht, war es hier definitiv nur so, also nicht so. Und mir hält der Gummiring einfach überhaupt nicht. Ich merke es auch daran, dass entweder die Trommel quietscht, weil der Gummi zu weit drin ist, oder die Tür kann nicht richtig schließen und drückt den Gummi dann anschließend wieder rein. Ich habe noch ein zweites Problem entdeckt, und zwar schleift hier die Tür, man kann es hören. Vielleicht müsste da noch eine Beilagscheibe rein, und ich versuche jetzt eine Lösung zu finden. Das erste wird jetzt sein, die Tür wieder zu lösen, die drei Schrauben, und hier die Tür aufzumachen und versuchen, diese erste Gummilippe in diesen Zwischenpanelrahmen einzufügen. Die Tür ist offen und ich habe anscheinend wirklich vergessen oder nicht dran gedacht, hier in diesem Innenpanel das einzuhängen, und zwar den inneren, und das sollte dann nachher die Lösung für das Äußere sein. Diese Gummilippe muss auch nach innen, und jetzt liegt es perfekt an. Da die Maschine jetzt offen ist, nütze ich die Gelegenheit und werde diesen Styroporbommel hier noch auf den Schwimmer, der mir beim Ausbau der Maschine abgebrochen ist, werde ich jetzt wieder draufkleben. Eigentlich sitzen beide Beilagscheiben, die hier und die hier, an der richtigen Stelle, aber es hat hier Spielraum. Ich werde jetzt noch eine zweite Beilagscheibe da einfügen und dann schauen wir, ob das besser klappt. Jetzt bin ich zurück und wurde eines Besseren belehrt. Also, es ist jetzt alles zurückgebaut, fast alles. Und die Maschine ist im Moment bereits am Strom. Jetzt überprüfe ich nochmal, ob die Tür aufgeht. Und siehe da, jetzt geht's. Es hat gerade nicht funktioniert. Also, zum einen, es schleift nach wie vor noch ein bisschen. Ich habe aber jetzt mit der Beilagscheibe diesen Spielraum etwas verringert. Und dieses Schleifen war aber nicht, liegt jetzt nicht mehr hier, sondern an was anderem. Ich kann es ehrlich gesagt nicht feststellen. Wenn jemand eine Idee hat, der möge das bitte unten kommentieren. Es könnte noch sein, dass ich die Tür hier mit den Schrauben noch etwas da oder daher versetzen kann. Aber ich wurde auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Ich habe den Gummi innen eingebaut und so sitzt er hier automatisch perfekt. Und jetzt machen wir den Trommeltest noch. Es schleift auch nicht. Und die Lager sind in Ordnung. Stoßdämpfer auch. Und die Tür geht wieder gut zu und auf. Das ist das Wichtigste. So, das Projekt Senator 165 ist somit hier fast beendet. Ich habe jetzt leider im Moment keinen ausgebauten Aquastop-Schlauch, um die Maschine gleich testen zu können. Aber dieses Video wird nachgereicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für euer Interesse. Lasst gerne Kommentare da, ein Like oder auch ein Abo. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Maschine oder spätestens bei der nächsten Wäsche bei Laundry Lord YouTube Channel.